Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder auf der Baltic Sea unterwegs. Wir sind bereits in Folge, muss ich gleich nachgucken, 24 ist das bereits. So schnell geht's. Und wir machen den ersten Test fürs Lager. Genau. Das heißt, wir nehmen jetzt den Strohpart hier, fahren hier schön rum und werden das mal direkt hier im Lager abgeben. Und werden dann mal eine Übersicht gucken, ob das auch funktioniert hat mit dem Einlagern. Aber ihr seht, er nimmt es hier schon an. Ich gehe jetzt hier mal über die Übersicht, hätte ich mal gesagt, in die Übersicht. Wir gucken einfach mal hier hinten bei unserem guten Zeug. Und dann sehen wir Stroh, das ist das Strohzeichen, das ist das Silagezeichen, das ist das Gras, das ist Heu. Ne? Seht ihr selber, es ist da. So muss das sein. Und so wollen wir es auch haben. Hat also funktioniert. Das heißt, wir werden also noch ein bisschen was in den Fermenter reinschmeißen. Wir werden noch bisschen was lose auf Lager machen. Wir werden auch vielleicht noch ein paar Ballen machen. Mal gucken, ob wir Feld 1 auch noch gleich dann das gute Zeug hinterher schicken. Ja, und dann ist halt die Frage, was wollen wir noch setzen an Produktionen. Ne? So simpel ist es ja. Ich habe selber noch ein, zwei Ideen. Vielleicht habt ihr noch ein, zwei schöne Ideen. Dann können wir mal gucken, was man daraus machen kann dann. Ne? So. Weil wenn wir so viel Stroh machen, wird mich zum Beispiel auch eine, es gibt ja für diese Fermenter-Geschichte, da gibt es ja auch eine Mistfabrik. Das hört sich jetzt doof an, also das ist eine Produktion, wo man halt aus Stroh und anderen Sachen halt Mist machen kann. Diesen Mist kann man dann nehmen und zusammen mit Getreide und Wasser in so eine riesige Scheune machen. Und in der Scheune ist im Prinzip kein Heu drin, auch kein Stroh drin, sondern das ist eine Fabrik für Eiergeschichten und dann kann man den Eierspaß verkaufen. Da müssen wir mal gucken, wie teuer der Spaß ist. Und ich muss noch ein, zwei Sachen davon wahrscheinlich dann aktivieren, dass wir es auch dann haben. Aber da müssen wir mal gucken. Das wäre also durchaus noch eine gute Variante. Wäre also sehr spannend. Ja, spannend ist relativ, aber wäre halt interessant, sagen wir es mal so. Ne? Wenn man sowas dann umsetzen könnte. Und dann gibt es da nämlich Eier. Da brauchen wir dann ein spezielles Hängersystem für, aber das ist kein Problem, das kostet auch kein Vermögen. Und dann können wir dann richtig Eier palettenweise da wegholen und verkaufen. Das ist der ganze Trick. Der Verkaufspunkt, den ich dafür setzen muss, das ist auch gleichzeitig ein Verkaufspunkt, wo wir später unsere Milch verkaufen können. Da brauche ich keinen extra Milchverkaufspunkt setzen. Genauso gut, wie er auch Produkte von anderen Produktionen zum Teil annimmt, die man auch noch setzen könnte. Also bin ich dann schon ziemlich gespannt. Das hat, glaube ich, dann schon was. Also mal gucken. So, welche Bahn nehme ich jetzt als nächstes? Oh, die hier kommt besser an, glaube ich. Gucken wir mal. Funktioniert auch. Wunderbar. Weil dann kann man nämlich auch, wenn wir mehr Stroh haben, das dann tatsächlich zum Mist machen und den Mist halt, ne? Egal, den Mist kriegt man. Was soll ich denn für Quatsch? Wir müssen, glaube ich, Wasser und Getreide hinbringen und kriegen Mist raus, glaube ich. Oder kriegen wir. Ich glaube schon, Mist ist dann eins der Ergebnisse, genau. Dann können wir sogar Mist streuen. Andersrum muss ich sagen. Ich muss gar keine Mistfabrik setzen. Ich muss nur die Eierproduktion setzen. Das würde in dem Sinne schon reichen. So, ich hoffe, ich kann hier die Spur einigermaßen halten, dass ich trotz der Breite hier keinen Kleckerstreifen hinkriege. Das wäre nämlich ziemlich cool. Voll sind wir jetzt hier gleich noch nicht. Aber wir haben es sauber weggekriegt, ne? Sieht gut aus. Gucken, ob wir jetzt noch zwei Streifen aufnehmen können. Hätte ja was, wenn wir die beiden hier auch noch wegkriegen. Wir sind ja nicht so super breit. Ja, den Haufen haben wir auch gut mitgekriegt. Das ist auch schon mal viel wert. Nur wollen wir mal gucken. So, das läuft doch schon mal. Ich habe jetzt ein bisschen anderen Bogen gefahren, weil ich natürlich gerne möglichst viel von dem Streifen jetzt hier mitnehmen möchte.
bevor wir die 28.000 erreichen. So sind wir das jetzt. Alles wird hier garantiert nicht reingehen, weil wir sind nämlich jetzt jede Sekunde voll. Da sind wir schon wieder und schon sind wir wieder auf dem Weg. Bevor ich aber irgendwas mache, weil ich natürlich jetzt hier ziemlich auf mein ganzes Gelaber fixiert war, sollten wir vielleicht noch mal den Drescher abtanken. Ich hege die Vermutung, dass das vielleicht sogar schon das... Ja, ich hege die Vermutung, dass wir leider Pech haben werden, dass wir noch einmal mehr fahren müssen mit der ganzen Geschichte hier. Sieht tatsächlich aus, als wenn ich das jetzt hier... Oh! Ich denke da nicht dran, weil er passt da optisch drunter, ne? Ah, ich muss immer erst einen kleinen Bogen so fahren und dann so ranfahren, dann geht's. Ja, na okay, läuft ja wenigstens. Mal sehen, wie viel wir gleich noch frei haben hier. Weil eine weitere komplette Ladung passt, glaube ich, nicht in den Hänger. Bin mir nicht sicher, wie viel hat er denn überhaupt an Kapazität. Gucken wir einfach mal. Liter, okay. Hier, da sind übrigens auch die Mods, von denen ich rede. Also das Schild ist schon mal da, das ist schon mal gut. Müssen wir mal gucken, wie teuer der Spaß ist und wo wir es hinsetzen. 21, ja, das wird mehr sein. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal losfahren können mit dem guten Stück hier. Und werde das mal auf dem Hof abliefern, das Ganze. Die Menge werden wir diesmal einlagern, weil wir haben ja... Wir haben zwar noch Gerste, die wir machen müssen, und wir müssen noch ungefähr so 12.000 Liter Gerste, sollte auf jeden Fall noch in die Nudelproduktion. Aber den Rest möchte ich natürlich gerne in die Bierproduktion geben, und deswegen werde ich das Konterprodukt sozusagen beim Nudeln herstellen, das Weizen, eine Runde einlagern. So einfach ist es. Ja, unsere Seemaschine ist noch munter und flockig dabei. Das ist auch alles super. So. Ja, dann werden wir mal gucken wegen der Produktion, was ich da sagte. Weil das wäre nämlich auch dann eine Grundlage für eine Produktion für Pflanzenöle, die man noch machen könnte. Eine Produktion für, also eine Mühle, die man noch setzen könnte. Milch können wir mit unseren eigenen Kühen und sowas machen. Und noch ein paar andere schöne Sachen. Ich fahre jetzt einfach mal hier auf dem Hof rauf. Wo ich rauf fahre, ist im Prinzip egal. So. Fahre ich hier mal vor den Hühnern lang, die wir hier noch haben. So, und hier sind wir im Lager. So, da. Warum ich das jetzt abgebrochen habe, ist ganz einfach. Ich weiß nicht, ob wir uns das Dach schlagen oder nicht. Und wenn ich da einmal das abbreche, dann geht er hinterher nicht mehr so hoch. Aber es hat auch noch funktioniert. Und wir können auch schon wieder fahren. Das ist super. So, schön hier unter durchfahren. So. Wenn man nicht zu große Maschinen hat, dann kommt man hier überall wunderbar lang. Ne? Seht ihr selber. Da kommt keiner. Das ist auch Töfte. Dann können wir gleich wieder aufs Feld zurückfahren. Sehr gut. So muss das sein. Ich weiß nicht, wie lange die Seemaschine noch beschäftigt ist, aber momentan ist es noch. Das sehen wir ja gleich, wenn wir vorbeifahren mit unserer Strohgeschichte. Ja, es ist schon eine ganze Menge Stroh, die wir noch liegen haben. Seht ihr selber, ne? Und wir müssen natürlich auch noch Rüben machen und wir haben noch das Gerstenfeld. Also ist noch einiges zu tun. Nicht zu unterschätzen, das Ganze. So, ich kann jetzt hier gleich rechts rumziehen. So. Auf den Streifen fahren, weil er macht ja eh nur noch den hinteren Block da, ne? So. Ich glaube, ich soll einfach mal hier stehen. Dann gucken wir jetzt nochmal. Also, BD Mods, das sind die freundlichen Jungs, die das Ganze machen.
Hier haben wir die Donut-Produktion, hier ist die Eierproduktion. Im Prinzip kosten die Produktionen alle 10.000 und wir brauchen den Trailer. Und für den Trailer bräuchten wir einen anderen LKW, nämlich einen LKW-Aufleger im Normalfall. Das hier ist der Verkaufspunkt. Der kostet auch kein Vermögen. Das ist also gar nicht mal so doof. Ich glaube, wir fahren jetzt mal hin und bringen mal eine Runde das hier weg. Und dann sind wir ja zufällig auch da, wo wir sowas alles setzen können. Und schauen mal, wie groß das Ganze ist, ne? Weil, wie gesagt, die Eiergeschichte, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Und dann könnte man theoretisch gesehen den Weizenpart, den wir hier haben, nämlich auch gleich da in Einsatz bringen und einen Teil des Weizens auch gleich in die Eierproduktion setzen. Ne? Wir bräuchten im Prinzip den Trailer. Das wären 12.000. Die Produktion an sich sind 10.000, wären 22.000. Den Verkaufspunkt sind 5.000, dann sind wir bei 27.000. Da haben wir immer noch über 100.000. Und wir brauchen natürlich dann noch einen LKW, der so einen Trailer ziehen kann, oder einen Dolly. Aber die Dolly-Sachen sind relativ schwer zu handhaben. Vor allem, weil wir es hier relativ eng haben, ne? Bin ich nicht so der große Rückwärtsfahrfreund von, muss ich zugestehen. Weiß aber, ich kann, ne? So einfach ist es halt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es hier am besten setzen können. Ich werde gleich mal außerhalb des Geländes oder hier vorne irgendwo stehen bleiben. So. Mach die Kiste mal aus so lange. Jetzt gehen wir nochmal hier drauf. So, das hier ist die Eierproduktion. Das ist auch die größte Variante. Also die Dinger hier sind alle ungefähr gleich groß. Ich kann euch die mal von der Größe her zeigen. Die gehen, ne? Ihr seht, das ist Auffahrt links, rechts. Die kann man im Prinzip alle hintereinander weg hinstellen. Ne? Einmal so eine Reihe. Tat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 . Eine Auffahrt, eine Abfahrt, fertig. Davon hätte man nachher im Endeffekt, seht ihr selber, 1, 2, also für Zucker, ne? Da kann man unsere Rüben nämlich dann anliefern. Sehr tolle Geschichte, finde ich. Öl, da brauchen wir nur Ölfrüchte für, um das Zeug rauszukriegen. Milch, da brauchen wir gar nicht unbedingt. Das können wir mit unseren Kühen machen. Das ist eine sehr schöne Geschichte, dass das funktioniert. Dann haben wir hier die Mühle. Die macht halt Mehl. Da brauchen wir halt auch Weizen oder Gerste für, dann wird der Mehl raus. Ne? Dann haben wir die Donutfabrik nachher. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Die ist einigermaßen ziemlich groß. Ne? An einigen Seiten muss man ran, an einigen nicht. Also man muss eigentlich gar nicht ran, man muss einfach nur durchfahren eigentlich. Die könnte man natürlich einfach dann hier so irgendwo hinsetzen. Dann fährt man rauf, runter, fertig. Das ist das. Und das hier ist die Hühnervariante. Und das ist auch keine kleine Sache, wie ihr seht. Ne? Also schon ziemlich ordentlich sozusagen. Ziemlich massives Ding. So, ich drehe das Ganze mal. Das sind nämlich die Ein- und Auffahrten, wie ihr seht. Also auf der Seite hier, die jetzt uns zugewandt ist, passiert nichts. Das, was ihr da jetzt seht, ist der Wasser- und der Getreideannehmer. Ne? Hier an der Seite kommt der Mist raus und da laden können wir die Paletten laden. Das ist der ganze Punkt. Das heißt, auf der Seite, da passiert nichts. Das heißt, das kann ich hier im Prinzip, Gott, ich könnte es sogar über den Weg setzen. Das will ich natürlich gar nicht. Wir drehen uns einfach mal ein bisschen mit hier. So. Aber wir wollen natürlich trotz alledem hier noch vernünftig ein bisschen wieder zurück. So. Rauf und runter fahren können. So, wir können das Ganze noch ein bisschen drehen, dass das besser an den Zaun passt. So, ich habe den ganzen Spaß jetzt einfach mal gesetzt. Spannung steigt, ob das klappt oder nicht. So, ich fahre mal mit dem hier rauf. Die Ladung werden wir jetzt hier noch auf Lager machen. Ja, der Drescher ist tatsächlich fertig. Wir haben die Eierproduktion gesetzt. Das ist natürlich jetzt auch eine schöne Sache. Da sind wir jetzt also mit dabei. Da vorne seht ihr sie. Da werden wir jetzt mal anfangen mit dem Wagen hier, gucken, ob wir alles anfahren können. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Ladung lose was hier. So. Also man kommt hier überall super rum und ihr seht, man hat hier auch noch locker Platz, ne? So, also hier würde man ankommen, hier würde man die Eier abholen. Das ist der Ladepunkt für die Eier.
Das war von der Beschriftung immer sehr schön gemacht, muss ich sagen. Da können wir Mist abholen. Dass es hier runter geht, ist nicht das Problem. Ihr seht, dass es auf der anderen Seite auch ist. Ne? Also hier können wir den Spaß abgeben. Und hier vorne würden wir Wasser abgeben. Und es steht nichts im Weg. Und wir haben ja auch noch genug Platz, um hin und her zu wenden. Also ich würde sagen, das hat schon mal sehr gut geklappt. Die Eiervariante steht. Bin schwer begeistert. Ne, und da werden wir einfach dann mal den Rest, den wir gleich vom Feld runterholen, an Weizen, den bringen wir mal gleich hier in die Produktion. So einfach ist das. Ne, seht ihr, passt auch genau schön am Zaun lang. Sieht auch noch gut aus hier, ey. Cool. Ich finde, das hat was. Schönes Gebäude auch. Optisch sehr gelungen, muss ich sagen. So, wir fahren wieder zurück. Wir wissen ja, der Drescher ist leer. Oh, ich habe ein Schild über den Haufen gefahren. Ja, aber während ich hier großes erzähle von Drescher ist leer, ist natürlich auch leider die Folge schon wieder zu Ende. Wir haben viel versucht, in der Folge reinzuquetschen, aber wir haben ja einiges gesehen. Wir haben schön neue Sachen gesehen, die wir setzen können. Und ja, dann bedanke ich mich aber recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich super. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank und für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.